Nee. Sommerregen! Wasser! Schon fertig oder was? Pause! Geht noch ein bisschen was. Hier gerade auf einem kleinen Hügel direkt neben unserem Haus oder neben unserer Wohnung und Lillian und Sandra, Sandra ist Nachbarin und Freundin von uns, machen dienstags hier oder meistens dienstags machen die hier Yoga und wir sind jetzt mit der ganzen Familie hier und haben eine gute Zeit hier im Sonnenuntergang. Die Romy ist echt ein Phänomen, gerade alles Mögliche probiert, um sie zu beruhigen. Lillian hat sie dann auch noch gestillt und dann wollte ich sie wieder rumtragen und beruhigen. Und dann erst, als ich sie abgelegt habe, ist sie ruhig geworden. Also manchmal braucht sie echt einfach ihre Zeit alleine oder mit Abstand und ist dann voll zufrieden. Das ist echt sehr interessant. Also haben wir natürlich gar nichts dagegen. Schönen Abend auf dem Lockstein, das ist eben der kleine Hügel hier nebenan. Hatten ein leckeres Abendessen, haben die Mädels gut ins Bett gebracht. Ich habe ein Filmprojekt gerade noch abgeschlossen. Oktober und November habe ich noch einige Termine frei als Filmemacher. Ich mache Werbefilme aller Art, Hochzeitsfilme. Also wenn ihr auch jemanden kennt, der nächstes Jahr heiratet und unbedingt einen wunderschönen Erinnerungsfilm von dem Tag haben sollte, dann meldet euch gerne bei mir. In der Beschreibung ist eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Falls ihr irgendjemanden kennt, der einen Film irgendeiner Art von mir gebrauchen könnte. Und ich wollte euch jetzt noch ein Update geben zu unseren gereiften Plänen bezüglich unserer Reise nach Kroatien. Jetzt ist es Dienstag und wir wollen schon in 2 Tagen, also am... jetzt ist ja schon Mittwoch, ist ja schon kurz vor 1. Also wir wollen morgen losfahren. es ist schon morgen, ja? Okay, alles klar. Ich glaube, ich sollte mal das Zelt aufbauen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir wollen am Donnerstag mit dem Auto über Österreich und vielleicht auch Italien, vielleicht machen wir da noch einen Schlenker raus, dann über Slowenien nach Kroatien fahren. Die erste Anlaufstelle wird ein Campingplatz in Slowenien, den Lillian rausgesucht hat. Allerdings müssen wir oder wollen wir nachts fahren, also so um 10 Uhr abends losfahren, da die Mädels da einfach am besten schlafen. Und es tagsüber zurzeit ja ziemlich heiß ist. Die Mädels sind jetzt auch nicht gerade begeistert von lange wach im Auto sitzen. Deswegen hat sich das
als beste Abfahrtzeit herausgestellt. Und da wir so spät losfahren, werden wir voraussichtlich nicht mehr einchecken können bei dem Campingplatz mit unserem Zelt und werden dann vermutlich die erste Nacht im Auto schlafen. Das wird auch noch spannend. Also im Großen und Ganzen freuen wir uns total auf den Urlaub. Wir planen so knappe 2 Wochen unterwegs zu sein und es wird garantiert richtig schön und auch ein bisschen abenteuerlich. Es wird unsere erste wirkliche Reise mit den 2 Kleinen und wir sind schon so gespannt, was auf uns zukommt. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht oder wann immer ihr das schaut, einen schönen Tag und das Video ist an dieser Stelle vorbei und ja, das nächste Mal melden wir uns wahrscheinlich schon von Richtung Abfahrt nach Slowenien.